Hallo zusammen, der Möpi hier. Ja, in dem Video, da soll es um das Katapult A1 gehen. Wie ihr sehen könnt, von mir liebevoll Bumsmieze genannt, denn gerade dieses Loadout, was ich hier vorstellen werde, das verursacht ziemlich großen Schaden, allerdings im Nahkampf, wie ihr sehen könnt, denn dieses A1-Katapult ist komplett mit Raketen bestückt. Ja, das liegt daran, dass das Katapult A1 nur Raketen tragen kann. Das ist ein wirklich von Hause aus pures Rocket Boat, wie man so schön sagt. Denn wie ihr sehen könnt, es hat einfach nur 6 Missile Hardpoints und das war's. Ja, ein ziemlich klassischer Mech eigentlich, das Katapult. Und gerade das A1, das möchte ich euch in den nächsten drei Videos, ja, mal in drei ganz unterschiedlichen Varianten vorstellen. So, in diesem ersten Video hier ist es die sogenannte Splat Cat. Dieses Modell in der Art und Weise nur ausgerüstet mit Kurzstreckenraketen, das gibt es schon ewig. Ja, ich habe längere Zeit kein Video rausgebracht und mittlerweile befindet sich MechWarrior Online nicht mehr in der Beta-Phase. Es ist offiziell released, es ist immer noch free to play. Und ja. Ganz früher wurde dieses Katapult A1 wirklich komplett mit 6 SRM-6 Raketenwerfern gespielt. Das ist meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr so angebracht, denn die Hitzeentwicklung ist einfach viel zu groß mit 6 SRM-6 Raketen, dass man das meiner Meinung nach nicht vernünftig spielen kann. Deshalb habe ich das etwas abgewandelt. 2 SRM-6 sind nur noch verbaut und dafür 4 SRM-4 Raketenwerfern. Ja, gehen wir erstmal zur linken Seite. Hier die Übersicht. 74,7 km/h schnell mit dem eingebauten Motor. Das ist ein XL300. Ich zeige euch gleich das Loadout nochmal im Detail und auch nochmal ausführlich in Smurfys Mech Lab. Da habt ihr es dann komplett in der Übersicht. Und ja, danach gibt es ein bisschen Gameplay. Werde ich euch auf dem Testing Ground mal zeigen, was man mit dem Ding hier so veranstalten kann. Ja, 65 Tonnen ist klar, voll ausgereizt. Die Tonnage des Mechs. Firepower liegt bei 56. Das ist ein recht großer Alpha, werdet ihr gleich sehen. Heat Efficiency ist ziemlich gut bei 1,45. Armor bei 400. Endostil ist die Struktur und Jump Jets sind verbaut. 12 von 24 Metern Jump Distanz. Ja, ist ein Heavy Mech, klar. Case ist nochmal verbaut. Das zeige ich euch gleich, warum. Und diese Module habe ich gewählt. Advanced Seismic Sensor ist immer noch ein sehr gutes Modul. Vielleicht wird es weiter genervt. Es ist trotzdem sehr schön, auch Mechs ohne Sichtkontakt zu sehen, die sich einem nähern, von hinten, von der Seite. Target Info Gathering ist ein sehr gutes Modul für diesen Mech, wie ich finde. Denn die Schwachstellen zu wissen, schnell angeschlagene Mechs erkennen zu können, ist doch recht wichtig. Denn gerade bei angeschlagenen Mechs säbelt man mal sehr schnell mit den Raketen den Arm ab. Oder die Beine oder lässt den Torso explodieren. Das ist ganz gut. Advanced Sensor Range, da kann man sich vielleicht drüber unterhalten, denn das ist ein Nahkampfmech, denn wie ihr vielleicht wisst, die SRM-6 oder SRM-4, insgesamt die SRM-Raketen, die können nur bis 270 Meter schießen. Danach explodieren sie einfach. Ja, kurz nochmal, warum nicht 6 SRM-6 Raketen? PGI hat ja so eine Mechanik, die sich Ghost Heat nennt, eingeführt. Man kann nicht mehr eine Art von Waffen, zum Beispiel SRM-6, unendlich oft stacken, wie man so schön sagt. Wenn ich mehr als drei SRM-6 gleichzeitig abfeuere, dann entwickelt sich Zusatzhitze zu der eigentlichen Hitze, die diese Raketen produzieren, und dann kommt man halt sehr schnell in den Overheat. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt zu Ghost Heat, schaut doch mal im Forum auf der offiziellen Seite nach. Da ist das erklärt. Auch in Smurfys Mech Lab, da kann man auch eine Tabelle finden, wo die Ghost Heat angezeigt wird. Ja, Loadout. Wie ist der Mech gebaut? Ja, Center Torso. Dort ist eine XL300 Engine eingebaut. Um die XL Engine kommt man auch nicht herum. Denn ansonsten ist einfach zu wenig Tonnage frei.
Nicht unbedingt für die Waffen, aber besonders für die Munition, denn ihr schießt ja ausschließlich mit Kurzstreckenraketen und davon braucht ihr dann halt eben eine Menge. Denn wenn die Muni leer ist, dann war es das. Dann könnt ihr keinen Schaden mehr machen. Dann könnt ihr vielleicht cappen gehen oder weglaufen, euch verstecken, was auch immer. Ihr könnt natürlich mit den Jump Jets auch auf den feindlichen Gegner draufspringen. Das macht auch Schaden, zwar nicht viel, aber ja, Muni ist also wichtig. Deshalb kommt man um die XL-Engine nicht herum. Das ist okay bei dem A1-Katapult, denn die seitlichen Torsos, wie ihr sehen könnt, sind ziemlich klein und relativ schwer zu treffen. Deshalb ist es schon okay, hier eine XL-Engine einzubauen in den Mech. Natürlich müsst ihr trotzdem euch gewahr sein, dass ihr eine habt und ihr dürft euch die seitlichen Torsos eben nicht wegschießen lassen. Und die seitlichen Torsos haben ja immer weniger Panzerung als zum Beispiel der Center Torso. Und naja, es ist eine Schwachstelle natürlich, es ist nicht anders zu machen als mit einer XL-Engine, aber in dem Mech hier doch relativ gut machbar, denn die Seitentorsos sind schön klein. Ja, allerdings, ihr müsst darauf achten, das Cockpit, das ist ziemlich groß bei dem Katapult. Das Katapult ist eins der Mechs, egal in welcher Ausführung, wo man doch mit am häufigsten, zwar immer noch selten, aber doch am häufigsten von allen Mechs per Kopfschuss getötet wird. Dazu braucht es allerdings schon sehr gute Schützen, wahrscheinlich auch mit einem Advanced Zoom, aber ja, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Insgesamt müsst ihr mit dem Mech hier eh beweglich sein. Ja, ihr seid ein Nahkampfmech, ihr habt eine XL-Engine, aber dafür ist einiges getan, ihr seid ziemlich schnell. XL300 Engine gibt schon ganz gut Speed, 74,7 km/h ohne Speedtweak. Ich habe bei all meinen Mechs die Elite freigeschaltet, ihr kennt das vielleicht im Pilot Lab. Dort werden dann auch die Basics verdoppelt und zusätzlich bekommt man eben Speedtweak, das sind nochmal 10% Speed obendrauf. Damit läuft das Ding hier über 81 km/h und zusammen mit Jump Jets ist das für so ein Heavy Mech ziemlich gut, damit ihr seid jetzt ziemlich mobil. Das müsst ihr auch sein. Ja. In den Armen oder Öhrchen bei diesem Mech genannt, befinden sich die Raketenwerfer. Ja, ein SRM-6 plus SRM-4. Im anderen Arm genau das gleiche. Ein SRM-6, zwei SRM-4. Ja, und die ganze Munition ist klassischerweise erstmal in den Beinen verstaut. 2 Tonnen im linken und 2 Tonnen im rechten Bein. Oh, das reicht nicht. Das ist immer noch zu wenig Ammo. Dazu gibt es dann noch, ich habe es in linken Torso, ihr könnt es auch in rechten Torso verpackt, nochmal 4 Tonnen SRM-Ammo und das Ganze verpackt mit einem Case. Das bietet sich tonnagemäßig hier bei dem Mech auch ganz gut an. Und das Case hat eben zur Folge, dass solltet ihr starken Schaden bekommen am seitlichen Torso, naja, ist ja zu groß, geht eh der Motor kaputt, okay. Aber wenn euch dort durch einen Crit vielleicht die Ammo weggeschossen wird, dann wird diese Ammo ausgestoßen und explodiert nicht in eurem Mech. Das verursacht eben das Case. Recht wichtiges Detail, wie ich finde, denn damit seid ihr vor einer Ammo-Explosion geschützt, von der Explosion eben der ganzen Munition und das würde euren Mech zerfetzen. Und deshalb das Case und im anderen seitlichen Torso, im rechten, da sitzt ein Double Heatsink. Ja, deshalb ist die Heat Efficiency hier bei 1,45, das ist ziemlich gut. Wenn ihr die Elite freigeschaltet habt für den Mech, dann ist die Heat Efficiency natürlich noch besser. Das braucht man eben auch, denn ihr wollt ja, wenn ihr rankommt an den Mech, eben auch kontinuierlich eure Raketen feuern. Ja, und da braucht man keinen Shutdown. Und deshalb eben noch diese eine zusätzliche Heatsink. Ja, im Kopf ist nichts. Ich verstecke sonst auch immer ganz gerne mal Päckchen Munition im Cockpit. Aus genannten Gründen ist das beim Katapult nicht unbedingt anzuraten, denn ja, das Cockpit ist doch relativ gut zu treffen, ganz im Gegensatz zu anderen Mechs. Und deshalb habe ich da nichts reingepackt. Ja, passt ja eh, wie gesagt, alles sonst im Case verstaut. Da ist man auf der sicheren Seite. Ja, Jump Jets gibt es nicht bei vielen Mechs. Dieser Mech hier kann Jump Jets tragen und die habe ich auch eingebaut, denn Mobilität ist wichtig mit diesem Mech. Und ja, das zeige ich euch jetzt auf dem Schlachtfeld. Zwei Worte noch, bevor ich aufs Schlachtfeld gehe. Ich werde euch in dem Video den Bild nicht im Smurfys Mech Lab zeigen. Ich beschränke mich auch in zukünftigen Bildvideos darauf,
euch den Build hier im MeshLab zu zeigen. Ich setze euch aber unter die Videos, wie gewohnt, den Link zu Smurfys MeshLab und eben diesem Build. Da könnt ihr das dann nochmal ganz in Ruhe nachgucken. Und das Zweite, was ich sagen wollte, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe Artemis verbaut. Das hat gleich mehrere Gründe. Einerseits ist es sehr praktikabel für diesen Mesh. Ich will euch ja drei Builds zeigen und die profitieren alle von dem Artemis-System. Das ja, verbessert, wenn man es mal grob ausdrücken will, einfach die Raketen. Ja, sie haben engere Schussmuster, sie treffen gebündelter. Das ist bei SM4 Artemis, bei SM4 Raketen jetzt nicht unbedingt notwendig. Die feuern eh relativ dicht. Also die Raketen haben eine relativ enge Flugbahn zueinander. Bei SRM-6, bei der größeren Variante, macht das mehr Sinn. Die streuen normalerweise ziemlich stark. Und das Artemis-System bündelt sie einfach mehr. Es schadet dem Ganzen aber nicht. Man kommt mit der Tonnage trotzdem hin. Artemis macht alle Komponenten schwerer. Die Munition nicht, die wird nur teurer. Und ja, aber für die anderen Builds hat das Artemis eben auch große Vorteile. Es ist Artemis verbaut. Die Grundausstattung, also Artemis, wo kann ich euch das zeigen? Hier. Standard Armor, Endosteel, Double Heatsinks, Artemis ist für alle drei verschiedenen Loadouts, die ich euch zu dem Katapult A1 dann zeigen werde, in diesem und in den nächsten beiden anderen Videos. Überall zu gebrauchen. Double Heatsinks ist eh ein No-Brainer, das sollte auf alle Mechs drauf. Vielleicht wird in Zukunft mal was ändern an den Single Heatsinks, aber sie sind einfach viel zu schwach im Gegensatz zu Double Heatsinks, als dass man damit ordentlich was veranstalten könnte. Deshalb No-Brainer. Endosteel wird eben auch immer gebraucht, um die Tonnage freizuschaufeln bei diesem Mech. Platzprobleme bekommt man nicht, da man eben nur 6 Raketen verbauen kann. Ja, 6 Raketen-Lafetten. Ja. Ferrofibrous Armor, die andere Alternative zur Standard Armor wäre too much, bringt nicht viel Tonnage und das kostet dann doch zu viele Slots. Deshalb nicht. Und ja, wie gesagt, das Artemis hilft allen drei Varianten. Vielleicht dieser Variante hier noch am wenigsten, aber es bringt trotzdem einen Bonus. Aber die anderen beiden Varianten profitieren stärker davon. Ja, deshalb ist das Ganze hier auch für alle anderen Varianten, die ich euch vorstelle mit dem A1, wenn ihr mal Abwechslung wollt, zu gebrauchen. Jo. So, nun aber aufs Schlachtfeld. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Jo. Hier bin ich nun also im Katapult A1. Ich habe mal Canyon Network als Map gewählt. Die geht ganz gut hier mit dem Mech. Insgesamt zur Spielweise vorweg, ihr müsst euch an die Gegner ranschleichen. Also ihr müsst in den Nahkampf kommen, ihr könnt das hier rechts sehen. 270 Meter Reichweite der SRM-6 und SRM-4 und aller SRM-Raketen. Und über 270 Meter, bei 271 Metern explodieren sie halt einfach. Deshalb müsst ihr eben nah ran an die Mechs. Je näher, desto besser, kann man auch so sagen. Wirklich ganz nah dran stehen, den anderen Mech wirklich in den Arm nehmen, ist am allerbesten. Ist natürlich nicht immer zu realisieren, aber dann schlagen wirklich alle Raketen brutalstens ein. Jo, ich habe die Waffengruppierung hier gerade mal ein bisschen durcheinander. So sieht das schon besser aus. So ist es ganz okay, so spiele ich es. Wie ihr sehen könnt, das bedeutet, ich feuer quasi einen Arm ab mit Waffengruppe 1 und den anderen Arm ab mit Waffengruppe 2. Und auf Waffengruppe 3 habe ich dann alles im Chainfire. Ich kann das Chainfire mal vorführen. Oh. Da offenbart sich natürlich jetzt gleich schon ein Problem. Denn die Waffentüren, die dieser Mech hat, ihr seht, ihr gehen sie gerade zu. Und wenn ich schieße,
dann gehen sie auf und gehen danach wieder zu. Ja, das Ganze hat den Sinn, dass die Arme dort dann etwas mehr geschützt sind. Ich glaube, 10% mehr Schutz vor feindlichem Beschuss, wenn die Waffentüren zu sind. Das macht aber keinen Sinn. Ich empfehle euch, wenn ihr rumrennt, dann lasst die Waffentüren zu. Aber wenn ihr dann in Feindesnähe kommt, dann macht die Waffentüren auf. Ich lasse sie dann meistens auch auf. Denn wenn ich jetzt drücke, feuere ich wirklich instant, denn die Klappen müssen nicht erst aufgehen. Ja. Suchen wir uns mal ein Mech. 74,8 km/h. Das liegt daran, dass hier auf dem Testing Grounds die ganzen freigeschalteten Extras im Pilot Tree für die Mechs nicht funktionieren. Das ist jetzt aber nicht so wild, denn das zeigt vielleicht auch, dass der ganze Mech auch erstmal ohne irgendwelche Pilot Tree Upgrades funktioniert. Ja, normalerweise würde ich jetzt hier über 80 rennen. Wieder rein ins Cockpit. Ich spiele normalerweise nur in der First Person View. Target acquired. Fuel at 25%. Ja, Waffentüren auf. Ihr seht das vielleicht am Rahmen des Cockpits. Da ist so eine Lampe grün geworden. So, das war jetzt eine Salve aus nicht optimaler Schussposition aus dem linken und aus dem rechten Arm jeweils. Und ihr seht schon, der Schaden an dem Mech ist schon enorm. Also seine Rückpanzerung ist komplett weg. Der steht ja so schräg zu mir. Ich hätte auch noch springen können. Und dann schießen. Und ja, ihr seht, die Raketen trotz armen Artemis im ja, fächern doch auf. Da müsst ihr halt näher ran. Ne? Möglich ist es natürlich, aus weiterer Entfernung zu schießen. Und das verursacht auch Schaden, wie ihr sehen könnt. Aber besser ist, näher ranzukommen. Ja, und das ist auch die Spielweise dieses Mechs. Man muss sich anschleichen an feindliche Mechs. Und dazu sollte man eben seinen Speed und die Sprungdüsen benutzen. Ich gebe ihm jetzt mal ein Alpha von relativ nah ran. Vorne ist er noch nicht so beschädigt. Und das macht schon Schaden. Jo. Ein weiteres Problem hat man gesehen. Er hat eigentlich weniger Schaden gefressen, wenn man mal die Panzerung anschaut, als die Schadenswerte meiner Gesamtraketen eigentlich verursacht hätten. Das Problem besteht zu kleinen Teilen in diesem Spiel immer noch. Die ja, Treffererkennung ist nicht immer optimal. Manchmal werden einfach ein paar Raketen nicht gezählt vom Schaden her. Damit müsst ihr leben. Das wird sich kontinuierlich verbessern. Das hat sich kontinuierlich verbessert. Und ja, wie gesagt, Speed nutzen, Jump Jets nutzen. Der Mech hat es hinter sich. Und ihr seht schon an der Ammo, ich habe zwar noch 544 Raketen, aber das waren mal einige mehr. Die Ammo geht schon ganz schön gut durch, deshalb müsst ihr wirklich mit dieser Splatcat, die macht unheimlich Fun zu spielen, weil der Schadensoutput ist schon wirklich gut. Ihr müsst die Beweglichkeit eben ausnutzen, ihr müsst euch ranschleichen, ihr müsst schlau spielen. Besonders wenn man sowas schafft, hinter den feindlichen Mech zu geraten. Dann ist das Ding hier verwehrend. Da könnt ihr auch mal verheeren. Na, Alpha abschießen. Ihr guckt, könnt ja mal auf die Hitze gucken. Die Map ist relativ warm. Das geht dann auf 45 hoch. Das waren zwei Alphas in Rücken. Und der Mech ist platt. Ja. Feuerpower ist relativ stark. Denkt an eure Waffentüren. Wenn es hart wird, ihr viel beschossen werdet, macht sie dann eben auch zu. Aber das Schießen damit ist dann relativ unangenehm, da ihr immer so eine Verzögerung habt. Und man muss auch mit diesen SRMs zielen. Die haben ja keine automatische Zielaufschaltung. Na, jetzt bin ich hier nicht rübergekommen.
Aber ihr seht schon, Canyon Network ist normalerweise für Mechs ohne Jump Jets ziemlich eklig zu spielen. Man kommt nur an wenigen Stellen hier auf die Klippen hoch. Und mit diesem Mech hat man ja keine Probleme. Target acquired. Aber da ihr Jump Jets habt und dann auf dem Schlachtfeld auch relativ viel Speed, könnt ihr euch immer wieder Situationen schaffen und andere Mechs überraschen. Ja, das müsst ihr machen mit diesem Mech. Überraschen, harte Salve abgeben und dann wieder verschwinden. So ist dieser Mech gedacht. Denkt dran, ihr habt einen XL-Motor. Ihr seid empfindlich, eure Seitentorse sind relativ klein, trotzdem könnt ihr dort weggeballert werden. Ja, 270 Meter kann man anfangen zu ballern. Das Schussmuster ist, wie ihr sehen könnt, durch Artemis recht gut gebündelt. Man kann immer mal wieder ein Alpha abfeuern, da muss man aber doch auf die Hitze, wie ihr sehen könnt, achten. Ja, und dann kann man wirklich anfangen Spaß zu haben, denn die Einschläge sind auch für den Gegner brutal. Es schüttelt wirklich seinen ganzen Mech, er kriegt schwere Schadenssalven. Und ja, das könnt ihr eben wirklich mit kurzen Nadelstichen machen. Ich schau mal, ob ich hier hochjumpen kann und Sean im Fliegen schießen kann. Das dürfte ihm relativ wehgetan haben. Ja, ein Bein ist weg, das andere ist rot. Also, klar, es ist ein Lightmech, aber... Puh, jetzt bin ich sogar in Shutdown geraten. Ja, die Hitzeentwicklung ist trotz guter Hitzeeffizienz recht hoch. Und ja, letztes Wort zum Zielen. Ich bewege meine Mechanik hier mal hoch und runter. Und ihr seht diesen kleinen Bubble, der zeigt ja die Richtung an, in den ihr mit den Armen schießt. Und das ist eben auch euer Ziel, euer eigentliches Zielkreuz. Nicht das Kreuz, sondern der Kreis. Ihr könnt also auch hochschießen, ihr könnt runterschießen. Das Ganze ist ja in den Armen verbaut. Und mit diesem kleinen Böbel, mit dem Kreis, damit müsst ihr auch zielen. Oh, der Mech ist schon Schrott. Ja, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen Eindruck bekommen, was zu machen ist. Anschleichen, denkt an eure Waffentüren. Ja, und dann viel Spaß mit der Splatcat. Es ist bestimmt nicht ein Top-Mech für Wettkämpfe, wirklich. Denn er hat doch so sein, er ist recht anfällig. Aber Fun und ordentlich Schaden rauspumpen geht allemal mit dem Mech. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Teil wie ich. Wir sehen uns bei der nächsten Variante.